Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, mal wieder ein trauriger Anlass, den ich heute habe, um hier dieses Video zu machen. Wenn ihr, so wie ich, morgens schon relativ früh unterwegs seid, dann erlebt ihr viel auf den Straßen in diesem Land. Ich habe jetzt heute Morgen wieder den klassischen Fall gehabt. Wir haben unter der Woche, Mitte des Monats, und mir kam vorhin schon wieder Flaschensammler entgegen. Allesamt ältere Menschen. Und es ist traurig. Es ist absolut traurig. Ich habe mir das mittlerweile angewöhnt, wenn ich unterwegs bin. Ich habe immer so ein, zwei Pfandflaschen hier liegen. Und wenn ich dann halt das sehe und die Möglichkeit habe, dann gebe ich denen auch schon mal die Flaschen raus. Weil ich einfach sage, mir tut es nicht weh, wenn so ein paar Sachen fehlen. Also wenn ich jetzt ein paar davon abgebe. Oh schön, jetzt gerade ein T3 hinter mir. Oh, so ganz synchro. ja, mir tut das nicht weh. Und wenn die Möglichkeit ist, gebe ich den Leuten auch schon mal diese Pfandflaschen in die Hand. Und ja, interessant fand ich jetzt die eine Person, die ich heute gesehen habe, die dann relativ trocken meinte, ja, ich sehe das Ganze mit drei Aspekten. Einmal die Bewegung, zweitens ein bisschen Geld und drittens tue ich sogar noch was für die Umwelt. Natürlich hoch in Ehren gehalten, alles schön und gut, aber es ist traurig, dass wir in einem Land leben, in der Menschen in dieser Situation sind, dass sie darauf angewiesen sind, noch Geld zusätzlich zu ihren Renten reinzubekommen. Mir fällt auf, es sind verdammt viele Frauen. Es sind eher weniger Männer, die das machen müssen. Und es geht mittlerweile, wie gesagt, den ganzen Monat durch. Wir haben, ja, es sind immer mehr Menschen, die, ja, aber auch heute hier, unsere Leute haben ja auch teilweise mal Fernsehen, Nachrichten an und so, oder Morgenshows, Frühstücksfernsehen und wie das alles heißt. Und ja, da war auch wieder immer mehr Menschen können knapsen an der Versorgung, können sich die hohen Preise nicht leisten. Strom wird ca. um 50% teurer werden. Es reißt nicht ab und wir laufen im Moment immer mehr in die Situation hinein, dass sich viele Menschen das Leben nicht mehr leisten können. Angefangen von den Rentnerinnen und Rentnern, die jetzt schon vielleicht 150, 200 Euro im Monat zum Leben übrig haben, die ja jetzt schon dreimal überlegen müssen, kann ich mir das jetzt noch erlauben oder nicht. Über die alleinerziehenden Mütter, die so mit Ach und Krach mit ihrer Teilzeitstelle hinkommen, die aber 2 Euro zu viel verdienen, um zum Beispiel Wohngeld oder Ähnliches zu bekommen, das wird für die alles schwieriger werden. Mittlerweile sieht man auch immer mehr in den Läden, dass, ja, dass Eltern sagen, nee, das ist jetzt nicht mehr drin. Das kriegen wir jetzt nicht mehr gebacken. Oder auch, ja, es zieht immer weitere Kreise. Wie gesagt, Gas wird steigen. Das heißt, im Oktober kommt die Auflage. Das heißt, viele, die jetzt ihre neuen Abschläge mitgeteilt bekommen haben, das sind ja noch nicht die endgültigen Abschläge, wenn da noch die Gasumlage dazukommt. Und dann, ja, wir entlasten ja. Also wenn ich höre von so vielen Leuten, dass die das Doppelte an Gas bezahlen, über das Doppelte bezahlen sollen. Teilweise sind die in dem Bereich, je nachdem, was die ja für eine Anlage haben, was sie für ein Haus haben, wie alt das ist und, sind die in einem Bereich, in dem die schon jetzt 300 Euro mehr bezahlen im Monat. Und wenn ich dann höre, ja, wir entlasten die Leute ja, weil wir diese 300 Euro Energiekostenpauschale bringen. Ja, was ist denn das, Leute? Ganz ehrlich, was ist denn das? Wenn die Leute 3.600 Euro im Jahr mehr bezahlen müssen für Strom und Gas, was sind denn da 300 Euro? Im nächsten Monat fällt der Tankrabatt weg. Dann sind wieder alle Pendler, alle Unternehmen betroffen, die dann zwischen, was waren das, 13 und 40 Cent, 20, 30 Cent, mehr pro Liter bezahlen müssen?
Nur wegen dem Tankrabatt haben sich in den 3 Monaten die Leute mit Sicherheit keine Elektroautos kaufen können. Und auch da, die müssen auch geladen werden. Ein Elektroauto bei der durchschnittlichen Fahrweise, dem durchschnittlichen Verbrauch, den die Unternehmen angeben bei ihren Fahrzeugen, und da wichtig, WLTP-Reichweite, nicht die reelle Reichweite, da verbraucht so ein Ding so viel wie ein Familienhaus. Um die 2400 Kilowattstunden im Jahr. Wenn ich den Artikel finden sollte, suche ich den raus, Leute. Wenn nicht, guckt euch das selber mal an. Und auch da, wenn da jetzt das Laden um 50% teurer wird, an den Ladesäulen sind wir teilweise schon bei 70 Cent. Dann sind wir bei über 1 Euro pro Kilowattstunde. So, wenn ich jetzt bedenke, dass ein Tesla, die meisten geben an, zwischen irgendwie 16 und 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometern, dann sind die bei über 16 bis 21 Euro auf 100 Kilometern. Und ganz ehrlich, macht dann das Elektroauto noch Sinn? Wenn ich einen Diesel mit 8 Liter Verbrauch für 16 Euro auch fahren kann? Wenn ich schaffe, den noch auf 6 Liter zu drücken, dann bin ich sogar bei 12 Euro oder 13, 14 Euro, je nachdem, wie der Spritpreis steht. Ist immer noch eine andere Hausnummer als 21 Euro beim Elektroauto. Ja, also das relativiert sich mittlerweile alles. Und auch diese 9-Euro-Ticket-Geschichte. Da merkt man wieder, wie fernab diese Politik und diese ganzen Verbände eigentlich von der Realität sind. Es gibt ein Sozialticket. Das kostet hier bei uns, ich meine, 35 Euro. Natürlich kann man das noch um 5 Euro reduzieren. Aber das wird doch die Leute, die morgens um 4 Uhr zur Arbeit fahren müssen, wo um 6.30 Uhr der erste Bus fährt, die Leute wird das nicht in den Bus holen. Selbst wenn das für die breite Masse bei 9 Euro bleiben würde. Oder die Leute, die bis 23 Uhr oder 22.30 Uhr arbeiten, wo der letzte Bus um 21 Uhr fährt. Auch die werden nicht auf den Bus umsteigen. Das ist einfach wieder die Realitätsferne der Menschen, die einfach nicht wissen, was die arbeitende Bevölkerung tagtäglich in ihrem Alltag meistert und wie die agieren müssen. Die alleinerziehende Mutter, die mit Ach und Krach pünktlich zur Arbeit kommt, weil sie gerade es schafft, mit dem Auto das Kind zu Kindergarten oder zur Grundschule zu bringen und dann zur Arbeit weiterzufahren. Was mit dem Bus aufgrund der Umstiegszeiten gegebenenfalls oder auch aufgrund der Fahrzeiten nicht immer handelbar ist. Wenn ich mit dem Auto quer durch die Stadt fahre, fahre ich ungefähr eine halbe Stunde. Mit Bus bin ich über eine Stunde unterwegs. Es ist nicht immer machbar, nicht immer praktikabel, mit einem Bus zu fahren. Das ist halt in diesem Land so. Also bevor man sowas fordert, da sollte man auch die Infrastruktur dafür schaffen. Da sind wir aber wieder bei dem Problem. Wir haben nicht genug Busfahrer. Die Busse kosten auch Energie. Sei es Strom oder sei es Diesel. Aber schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare, Leute. Aber so wie ich das Ganze sehe, kann das Ganze nur noch ein paar Wochen bis Monate vielleicht gut gehen. Es ist absolut traurig, dass sich unsere Politik so entkoppelt hat zu dem, was die normale Bevölkerung tagtäglich macht. Früher nannte man sowas spätrömische Dekadenz. Ja, kann man so sagen. Marie-Antoinette-Syndrom könnte man vielleicht auch nennen. Wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, meine Lieben. Aber ich sehe im Moment, dass ganz viele Menschen extreme Probleme kriegen werden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 6 Millionen Menschen Hartz IV und Grundsicherung, 20 Millionen Rentner, 6 Millionen, die vom Mindestlohn betroffen sind. Wenn die Menschen nicht mehr wissen, wie sie das Brot heranbekommen und wenn sie es ranbekommen, wie sie eine Wurst da drauf bekommen oder eine Scheibe Käse. Glaubt ihr allen Ernstes, das kriegt jetzt mal die Leute in Berlin. Glaubt ihr allen Ernstes, dass ihr 32 Millionen Menschen in Deutschland als Wutbürger bezeichnen könnt? 32 Millionen Menschen sind das. Hinzu kommen 14 Millionen Kinder, die größtenteils auch darunter leiden werden. Damit sind wir bei 46 Millionen Menschen in diesem Land.
Und da reden wir nicht von den Leuten, die etwas über Mindestlohn und so weiter sind, die sich schon abknapsen müssen, damit sie jetzt aktuell überleben. Wir reden nicht von den Leuten, die gut verdienen, hohe Verpflichtungen haben und somit auch kaum Geld zum Leben haben. Über die reden wir auch noch nicht. Wenn wir nur über die Rentner, die Absicherung, ich weiß jetzt nicht, ob bei dieser Zahl mit den 6 Millionen, ob da die Asylbewerberleistungen mit drin waren oder nicht. Und die Kinder, da reden wir über 46 Millionen Menschen in diesem Land. Und die könnt ihr nicht diffamieren in Bonn, in Berlin. Ist das spätrömische Dekadenz? Eure Meinung gerne in die Kommentare, mein Lieben. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und so Videos euch zusagen, lasst gerne ein Abo da. Liken, teilen, kommentieren, freue ich mich jedes Mal drüber. In dem Sinne, mein Lieben, bis zum nächsten. Euer Mike.